Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von My Time at Porsche. So, wir haben gleich unser Kampfkunstturnier, auf das bin ich jetzt mal gespannt. Hi Schatz! Anfangs dachte ich, dass mein Aufenthalt in Porsche eine Bestrafung der Art Tara Times war. Ich konnte es nicht ertragen, nicht mal in meiner Heimatstadt zu sein, aber du hast das geändert. Kriegst einfach mal Blumen. You are so adorable. Und hier natürlich, ne? Wir müssen ja gucken, dass wir volle Punktzahl kriegen. Dass es da nochmal irgendwann Babys gibt. So. Das Material holen wir gerade mal. Ah, Eisenerz, Zinnerz, sehr schön, haben wir jetzt auch. Wow, wow. Und einmal Hundefutter, bitte. So, können wir hier gleich nochmal wieder welche fertigen. Müssen wir vermutlich auch auftanken, richtig. So, da sammeln wir mal auf. Eine Stunde bis Kampfkunstturnier, ja. Stahlplatte brauchen wir auch noch eine. So, dann gehen wir mal hin. Dauert ja auch noch ein bisschen, bis wir dort sind. Dann können wir vielleicht auch gleich noch genau dem Kollegen da hinten seine Ware geben. Oh, Leitfaden fürs Kampfkunstturnier. Am ersten Tag des Kampfkunstturnieres findet die Vorauswahlrunde statt. Vier Sieger steigen in die nächste Runde auf. Am zweiten Tag finden Halbfinale und Finale statt. In der Vorauswahlrunde und im Halbfinale steigt man auf, wenn man 2 von 3 Kämpfen gewinnt. Im Finale sind es 3 von 5. Wenn die Zeit im Match abläuft, scheiden Spieler mit 0 oder weniger Gesundheit aus. Teilnehmer müssen in den Ring steigen, um nicht disqualifiziert zu werden, und vor jedem Match kannst du auf die Sieger tippen. Tippst du richtig, werden dir deine Belohnung nach jedem Match zugeschickt. Okay. Überprüfe während des Turniers die Match-Info. Von den Matches kannst du raten, wer gewinnt. Okay. So, einmal hallo. Tolle Arbeit, du bist sehr zuverlässiger Handwerker. So, und Sam und dir sagen wir auch gerade mal hallo. Arlo und Remington diskutieren oft über das Gleichgewicht zwischen Angriff und Verteidigung. Genau, und kriegst auch einen Strauß Blumen. Dankeschön, das ist großartig. Oh, Petra können wir auch gerade mal hallo sagen. Hallo, tut dir keinen Zwang an, komm jederzeit im Forschungszentrum vorbei. Kriegst auch ein Blümchen. Es ist der Gedanke, der zählt. So. Wann bin ich denn dran? Was kann ich hier machen? Spieleinteilung ansehen, okay. Oh, ich kämpfe gegen May. Um 17 Uhr. Das ist natürlich jetzt doof. Da würde ich mal auf Arlo tippen. Moment, muss ich den da hochziehen? Higgins, Django. Mars und Albert. Ich würde da gerne Schatzi gewinnen lassen, aber
Ich tippe trotzdem mal auf sie. So, um 17 Uhr sind wir dran. Okay. Hi, Phyllis. Wenn jemand das andere mentaler Zustand seinen physischen Ex... Oh, ja, okay. Kann ich dir noch was schenken? Magst du sowas? Mir gefällt das Geschenk, danke. So. McDonald, den kenne ich auch kaum. Mein Rambo gewinnt dieses Jahr den Titel des Mr. Bulle. Darauf kannst du wetten. Okay. Kriegst einen Aprikosensaft. Oh. Hi Ginger. Hey. Ich kreiere gerne mit meinen Händen. Es verschönert meinen Tag. Ja, du kriegst hier... Oh, ich habe den Stein gar nicht. Magst du Kugelfischsuppe? Das ist nett, wäre aber doch nicht nötig gewesen. Okay. So. Wer von euch gewinnt? Albert, oder? Ja, Albert sieht besser aus. Ja, sehr gut. Das haben wir schon mal gewonnen. Also die Wette haben wir schon mal gewonnen. Sehr gut. Den Tipp haben wir schon mal. So, 12 Uhr sind die nächsten. Derweil kann ich hier noch ein paar Schafe jagen gehen. Wir sind um 17 Uhr dran. Schafe. Lamas. Was erzähle ich für einen Quark? Wir sind um 17 Uhr dran. Dann gucken wir, dass wir noch ein bisschen Material kriegen. Weil viel anderes machen kann ich ja jetzt gerade nicht. Natürlich doof, dass wir ausgerechnet gegen unseren Schatz kämpfen müssen. Das müsste ja jetzt nicht unbedingt sein, aber naja, so ist es halt. Ich mach da mal hier mal ein bisschen sauber, ne? So, Frau Marienkäfer. Oh. Django gegen Higgins. Wie schaut's denn aus? Wie schaut es denn aus? Ah ja, Django, ja. Ah, so sicher ist das doch nicht. Der Higgins kann auch ganz gut austeilen. Aber Django gewinnt. So, die Stimmung hier ist ganz anders als in Vega 5. Jeder ist hier so entspannt. Kriegst du einen Aprikosensaft? Nein, aber das nächste Mal könntest du was Besseres aussuchen. Ja, könnte ich. Hi. Diese furchtbare Wetter, wie in einem Hochofen.
Ich muss mich in einer Cafeteria etwas entspannen. Kriegst du das zum Abkühlen? Danke, ich hoffe, das gefällt mir. Der Emily haben wir auch noch nicht Hallo gesagt. So, ich verstehe nur nicht, warum das Leben auf dem Hof meinen Eltern nicht gefallen hat. Mir gefällt es mit irgendwann wirklich gut. Tabakseier. Danke für das Geschenk. Bitte. Ja, Süße, wir müssen auch nachher kämpfen. Django hat gewonnen, oder? Jawohl. Oaks, tippe ich mal schwer auf Alu. Hey! Kennst du Sam? Sie hat mir wirklich geholfen, als Jack und ich hergezogen sind. Ich habe großen Respekt vor ihr. Ja, du bist sehr großzügig. Ach, ich habe doch noch diese Tale. Oh, die Nora geht ja richtig ab. Ich möchte Fendundo adoptieren. Das ist schwierig, weil ich ihn in fröhlichen Wohnungen sehe. Ich habe doch die Talis-Männer. Genau, das die Amulett. Danke. So, Dr. Xu. Wenn du dich nicht wohlfühlst, komm einfach zur Klinik. Du kriegst Unkraut. Dankeschön. Und QQ. Hululu. Und ein Apfel. So. Ja, ja, das war zu erwarten. Alu gewinnt haushoch. Ja, dann sind wir ja schon bald dran. Schatzi und ich. Hi, Gail. Ja, du hättest gerne gebratenen Reis mit Lachs. Habe ich aber gerade nicht. Kriegst aber ein Amulett. Es ist der Gedanke, der zählt. Hab ich der Phyllis heute schon was geschenkt? Ja. Habe ich. Was ist, macht der Typ denn da? Alu, Oaks? Wo kommt denn Schlurpi her? Schlurpi hat hier nun gar nichts verloren. So. Sehr gut. Ja, jetzt sind dann gleich Schatzi und ich dran. Noch komme ich nicht hin. Ja, Alu hat gewonnen. Ich weiß nicht, ob ich Schatzi besiegen soll oder nicht. Schwere Entscheidung. Hi Antoine. Ich denke, dass ich auf deine Arbeit zählen kann. Ja, kannst du. Kriegst auch so ein Amulett. Ah, die sind doch toll. Geh auf den Kampfplatz. Ja, machen wir. Wie denn? Ah, jetzt kann ich. Hi Schatz. Ich würde ja gerne die May gewinnen lassen. Ich glaube, das mache ich auch. Oh, die hat Level 24 und ich Level 50. Aber ich würde sie ja schon gönnen, dass sie weiterkommt. Mich. Ich weiß ja nicht, gegen wen sie dann kämpfen muss, aber wahrscheinlich gegen Alu, oder? Ist das schon süß? Ja,
Ja, hau mich. Oh, wenn wir einen Schlag landen, da brauchst du hier aber eine ganze Menge mehr für. Aber ich gönne es ihr, wenn sie weiterkommt. Ich gönne es ihr, wenn sie weiterkommt. Nicht wahr, Süße? Wäre jetzt ein anderer Gegner, dann würde es anders aussehen. Aber so, will ich schon, dass sie zumindest ins Halbfinale kommt. Sie macht alles mit einer Hand. Komm, Schlag. Kann meine Mädel ja nicht ernsthaft wehtun, ne? Das geht ja gar nicht. Das geht ja mal gar nicht. So. Ich habe ich immerhin zumindest insofern gewonnen, weil ich auf sie gewettet habe. Gut gemacht, Süße. Toll gemacht. So. Oh, Beziehung plus 1. Sehr schön. Dafür gibt es da noch ein Küsschen. So, wir haben jetzt dann, glaube ich, die volle Herzzahl, oder? Was haben wir denn hier? Soziales. Jawohl, volle Herzzahl. Sehr schön. Schmuckkästchen könnten wir eher mal wieder eins machen, ne? Stimmt. Hass, Seeteufel. Ja. Hatten wir hier irgendwas, was sie besonders mag? Rosen, ja. Und Alice? Ah, die mag die Kristallhalskette. Und Gemüsesalat. Okay. Er liebt Silikonchipsets. Bei ihr wissen wir es noch nicht. Alice, ach so, das hatte ich ja gerade geguckt. Ich hole Nuss. Das war einfach Rosen, ja. Gut. Am nächsten Tag geht es dann weiter, ne? Genau. Sehr gut. Ach so, da kann ich auf den Sieger tippen. Da gehe ich mal... von Django aus. Und dafür fürchte ich, das ist der Alo. So, mehr kommt nicht, oder? Nö. Mehr kommt nicht. Guckt euch an, da ist der Leuchtturm. Den haben wir in der letzten... vor einiger Weile fertiggestellt. Und, ja, jetzt ist er im Betrieb, ne? Jetzt ist er in Betrieb. Es müsste aber auch die letzte Stahlplatte fertig sein. Das heißt, wir können unseren Allesschneider endlich in Betrieb nehmen. Fertigung abgeschlossen. Ja, dann machen wir doch hier nochmal weiteres.
Machen wir hier nochmal 25. Ich habe hier ein Glas gefertigt. Warum? Eins. Stahlplatten. Vier. So. Den hätten wir jetzt auch. Den platzieren wir mal hier im Eck. Aber so rum. So, wir können jetzt Titanium Plate. Titaniumerz braucht man dafür. Ach du Schande. Somber Mesh Abandoned Ruins. Okay. Da muss ich mal gucken, wo wir die herkriegen. So. Den Allesschneider haben wir. Wir brauchen die Homestation. Da fehlen uns die Titaniumplatten für. Der Hafenkran. Edelalu, Stahlhüllen, 8 Stück. Aluminiumplatten, Zement. Und verbesserter Motor. Stahlplatten fehlen uns da auf jeden Fall. Tippbelohnung, sehr gut. Nehmen wir. Nochmal eine Tippbelohnung. Noch eine. Und noch eine. Ja, die letzte war ja nur halb richtig. Oh, wir haben Milch, sehr schön. Zement. Kann ich noch Zement machen? Ja, im Moment gerade nicht, weil das noch was tut. Kochen würde ich jetzt gerade nicht. Zement. Jawohl, Fertigung abgeschlossen. Fehlt uns Erde. Wir brauchen noch Erde. Okay, das heißt, wir müssen in die Ruinen. Tadam. Hier können wir direkt noch ernten. Aluminiumplatten wollte ich geholt haben, ne? Wenn ich und die verbesserten Motoren, die brauchen wir auch. Die kann ich jetzt, glaube ich, auch stacken inzwischen, genau. Da haben wir wieder sehr viel mehr Platz, das ging nämlich anfangs nicht. Aber inzwischen geht's. Den machen wir dahin. Da machen wir mal. Ach so. Ich kann es schlecht splitten. Wenn das voll ist. So, einen Motor können wir schon mal unterbringen. So, 5. Die hätten wir. Stahlhülle, Stahlrahmen. Zement haben wir doch auch. Wenn ich mich richtig erinnere. So, höchstens die Frage, wo?
verhärteter Lehm. Wir haben doch Zement. Da, aber nur 10. Fehlen uns 5. Okay. Das heißt, wir müssen morgen in die Ruinen. Kommen wir gar nicht drum herum. Stahlplatten brauchen wir noch. Fertigen wir direkt mal. So. Und damit sage ich dann mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.